der letzten Episode. Es ist so ein Basti, aber genau dagegen gefahren. Huch, sind wir da reingefahren. Wenn du das wieder zumachst. Ah. Fliegt da schnell rein. Oh, hier drin bin ich sicher. Hier wieder was. Die Lichter, echt. Wo kommt denn die her? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero 3.1 in der Folge 8. Wir haben mal ein paar Sucher rangeholt. Schauen wir, was da so mitkommt. Ein Schwung ran, okay. Na dann. Wollen wir mal. Einmal wieder hinauf. Ja, machen wir jetzt erstmal Licht aus hier. Sofern das geht. Was da drüben ran gerannt kommt. Wir brauchen auf jeden Fall die Kottenock hier. Für Rana ist die am besten. Können wir erst Licht ausmachen? Auch nicht. Hi, hi. Hallo. Oh, oh, oh. Der Ran im Haus ist natürlich immer wieder traumhaft. Vielleicht, ja genau. Achso, das funktioniert nicht. Yes. Unten sind noch mehr, okay. Sie stehen im Haus, ja natürlich. Hier wieder was? Ah ja, da unten ist noch einer. Gib mir mal. Hi. Kannst du gleich noch eins nehmen. Wo ist der denn, der Penner? Das ist ja angeblich. Wo ist der denn? Ach, da unten. Jetzt steht er noch wieder raus, Jungs, oder wie ist das hier? Da bleibt er jetzt für immer drin. Ja, die sind anscheinend hier drin gefangen jetzt. Ja, ja, komm, renn. Renn, renn, renn. Nichts. Hallo. Ich dann durch. Danke. Hallo. Okay. Ist das bei dir, Rana? Ich würde gern durchkommen.
Oh, der Charakter braucht aber lang, um die nachzuladen. Dann gebe ich das AG4. Noch ein Tank. Ach, leck vom Arsch. Ja, es funkelt und raucht. Okay. Jetzt haut er alle Zeche ab, echt. Naja, nicht nur Radio. Ja, diese Mehrspieler-Verbindungsgeschichte, das ist heute echt ein Problem. Na Jungs. Achso, er kommt tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, kommt er überhaupt? Ich bin rot, aber ich ziehe trotzdem meines Weges. Hallo. Restlich kannst du wieder behalten. Die Munition sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen von mir jetzt nochmal die 24 Stahl mit. Gut, dann haben wir wohl Zeit, hier die ganzen Runner mal zu durchsuchen. Warum raucht ihr eigentlich? Oh, erwischt. Junge, was ist denn das hier? Ich dachte, da sitzt einer. Hm.
Okay. Oh oh. Steh direkt hier vorne, okay. Hi. Ja, ich bin noch da. Okay, mit R kann man sich nicht selber nach. Ja, natürlich, klar. Ich glaube, das haben wir schon. Ja, und was ist sonst noch da unten los? Da drüben ist wieder ein Harvester, okay. Hey, heute treffe ich sie nicht im Laufen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ein Vorschlaghammer. Harvester, kommt der her? Ja, der kommt tatsächlich her. Sollen wir die Akro halten? Apropos Akro halten. Ja, genau. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Achso, ist immer noch einer, echt? Okay. Währenddessen der Harvester. Ja.
das sind halt die Projektile, die dann doch durch die Decken kommen. Was willst du da machen? Halt, falsche Waffe. Es können immer noch Dinge kaputt gehen. Ah, das war's schon, ja, hervorragend. Ja, genau. Öl ins Feuer Stufe 1 war das jetzt. Hi Sucher. Ist fast wie so ein Companion inzwischen. Der ist es, den musst du durchsuchen. Gott, ist wieder ein Prototyp. Oh, die Zeilmeiter gehen runter. ich will gerade mal schauen. Huch, da fliegt was durch die Gegend. Was haben wir denn noch? An Munition. Jede Menge Vollmantel. Ja, ich bin auch da. Keine Sorge. Gott. Sollte vielleicht auf automatisch gehen, hm? Was? Das funktioniert so nicht. Dann probiere ich das anders. Genau.
Oh. Hilfe. Oh, ärgerlich. Das ist ja lustig. Ist es ab? Ist tatsächlich ab, okay. Tja, nur Junge. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, komm. Meine Gute. Deine Bewegung ist wirklich sehr unrhythmisch. Lagert sich schon ein bisschen was ab hier. Ach, ist es doch genommen? Sekunde. Das haben wir gleich. Er wäre immer noch nicht den Kampf übrigens abgeschöpft. Das nur so als Info. Das sind jetzt auch Gift-Heinz, also das wird jetzt nicht ganz so lustig. Der hat das nicht, aber... Nee, das ist kein Gift. Der hat Gift. So, jetzt ziehen wir uns hier zurück. Dann machen wir vielleicht mal hier auf. Ah ja. Das war's schon. Dann schleichen wir uns mal hier ran. Ja, komm, lad nach. Die R-Taste ist doch genau dafür. Siehst du den? Ja, ich sehe ihn.
Ach, der steht da hinten oder was? Nee. Doch, der steht tatsächlich dort. Ach, hier geht's das Leben runter. Du hast dich verraten, Junge, nur das zur Info. Das ist meine Alarmanlage, Junge. Komm, ab in die... Nein, komm nur in die Hocke. Ich sehe nicht. Ist er wieder... Ach, der ist wieder drin, oder was? Ah, danke. Ach, der hat auch noch Gift, okay. Schnell rennen. Da ist immer noch einer mit Gift. Da ist er schon. Da ist noch einer mit Gift. Ach du Schande. Es ist überall Gift. Komm, nimm mir ein Medikit, Medikit. Sekunde warten. Das sind relativ viele Gifter. Ja, das ist halt wieder diese Militärhunter-Geschichte. Ja, das auch noch. Okay, ab in die Hocke. Halt, Medikit, Medikit. Komm, komm. Brauchst du noch Medikits? Die sind alle ernsthaft. Okay, lad das mal nach. Hast du Gott. Boah, ohne Tod, du Penner. Also, wir haben das nicht mehr, das kleine Medikit, ja. Das sind komplett alle. Wie viel kriegst du dafür fürs mittlere? Genug. Drüben ist irgendwo einer. Ja, ja, ich sehe dich, Junge. Ah, die Ticks. Ah ja, da unten. Komm. Ja. Halt, gib mir mal die. Okay. Dann die nachladen.
Waren doch recht viele Hunter. Okay, das sind noch ein paar Runner. Ich komm nicht runter. Bin ehrlich rauf. Müsste es jetzt erstmal gewesen sein. Ich glaube ja. Und wie viele Punkte gibt's? Ach so, es ist noch ein Sucher da. Und ein... Oh, was ist da? Ja, die Location ist aber ein bisschen blöd. Ja, 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 bist du hier drin oder was? ...3943 Punkte. Uff. Na, das hat ja gut reingelangt. Es waren aber nicht nur zwei. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Ah ja. Er kommt. So, dann mach ich mal zu. Immer nur eine Tür. Hören. Und schießt er oder schießt er nicht? Er schießt. Der regnet schon wieder. Erwischt. Okay. Anna, Hunter oder was auch immer, Harvester, leck mich mal Arsch.
Na? Ich glaube, es ist los jetzt. Achso, das Licht ist schon an, okay. Ja, ja. So, hier müssen wir nicht mehr drüber springen, das ist echt von Vorteil. So, ab auf den Balkon. Beziehungsweise, wir gehen vielleicht aufs Dach, weil das raucht mir zu sehr, um ehrlich zu sein, da drüben. Da war es das schon wieder. Ich habe das Gefühl, diese Abschussvorrichtung macht 50% des Lebens eines Harvesters aus. Und wie immer sind die Harvester die größten Schrottbüchsen. Okay, dann lass uns mal ausladen. Beziehungsweise, warte mal. Wir reisen mal zum Mulwatzberg. Also erstmal Wegpunkt weg. Hallo? Genau, da sind wir dann. Auch mal da. Okay, die Waffen behalten wir erstmal so, wie sie sind. Vorschlaghammer, da haben wir tatsächlich einen besseren. Mhm. Das ist alles ausgerüstet. Okay, dann... Wir haben gar keine mehr, okay. Aber das macht nichts. Gut, halt. Naja, Sammelgegenstände und Waffen, das ist alles unten halt. Das kriegst du ja später. Das ist so finster. Eieiei. Ich sehe nichts. Ah ja, da war einer, okay. Waren das beide? Oder war da noch Anhang? Das war es anscheinend, okay. Die Bestie des Landguts Averholm. Ja, so langsam kommen die Rivalen, aber es sind alles irgendwie nur Hunter. So, ich wollte mal nach dem Stahl gucken. Ah, gut, ein bisschen was könnte man schon noch nehmen. Ja, das sind jetzt hier die Fluchtburg. Ja gut, wir können ja mal den linken von den beiden anvisieren. Ach du Schande. Ey, ist echt die Hölle los. Gift. Kommen sie alle? Anscheinend. Kommen wir hier auch hoch.
Gut. So, kommen sie jetzt hinterher oder lassen sie es lieber sein? Eventuell letzteres. Hallo, was ist denn los? Wo kann ich mich anvisieren? Okay, der ist jetzt sehr nah. Geh mal hier unten rein. Ah ja, die Ticks. Kommen die hier runter oder nicht? Bitte was? Es gibt auf jeden Fall ein neues Bug-Ticket, dass Hunter durch Felsen durchspringen können bei in der Attacke. Tja, Junge. Ist hier giftig? Müssen wir wieder Medikits nehmen? Wahrscheinlich schon. Das waren alle, okay. Liegt wieder Kopf über. Der Weg ist natürlich jetzt immer noch nicht frei, aber es sind jetzt nur noch Runner. Meine Fresse. Können die echt durch Felsen durchspringen? Das ist halt überhaupt keine Abfrage, findet da statt. Da wird einfach die Flugbahn berechnet und die wird ja auch noch korrigiert im Flug. Können die ihre Flugbahn noch korrigieren? Das ist noch ein Hunter. Wegen nur Runner. So, ein Prototyp, okay. Da drüben ist noch ein Hunter. Noch ein Prototyp. Und noch ein Harvester sehe ich da hinten. Militärischer. Na gut, die Nacht bietet sich ja zum Schleichen an. Es fehlt nicht mehr so extrem viel bis zum Level 11, aber es ist halt doch noch ein ganzes Stückchen hin. Der Harvester scheint auch direkt in unsere Richtung zu kommen. Ja. Also wenn ich mir überlege, dass der erste Charakterbild, den wir gemacht hatten, der war so extrem auf Stealth ausgelegt. Und auch der zweite eigentlich, also der dann im Guerilla war. Wenn ich mir so sehe, wie man sich ja manches Mal quasi ohne Stealth durchschleichen kann, dann fragt man sich schon, ob das hätte sein müssen, die Punktevergabe. Nee, folgen tut uns nichts.
Okay, es leuchtet zwar da vorne, aber... Es sieht ruhig aus. Ja, irgendwo sind noch Hunter. Schlepp, schlapp, meine Gute. Ich nehme wieder Unmengen an Material auf, aber dann kleinlich sein wegen einer Patrone. Naja, echt. Ningel, 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 komm, komm. Ja, 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 nicht feststecken, gell? So, wie dem Ball. Du hälsade nyinflyttade till Mulvardstaden. Detta är Veronica. Vi kommer dela rum, så låt oss vara kompisar. Hur många är det? Jag heter Kalle och jag vet inte. Just nu letar jag efter överlevande från en sammandrabbning vid mitt förra läger. Men ja, det ser inte lovande ut. Jag beklagar. Jag har också förlorat många. Om du hittar dina vänner så finns det gott om plats för dem här, okej? Gott. Ja, das funktioniert so auf jeden Fall. Ganz klar. Kennt man ja aus der Realität. Dann machen wir es halt direkt. Ganz ehrlich. Also beschissen zielst heute. Da stehen noch Hunter, okay? Oh. Schulterwaffe. Ach, das sind tatsächlich militärische. Ja. Okay. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist das Gift loswerden. Sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Ich glaube, er ist tatsächlich los. Nee, ist es nicht. Jetzt. Muss man echt bewegen bleiben, damit der andere Schulterwaffen Heinz dann eigentlich erwischt. Nicht so viel Plastik. Ja, irgendwo dahinter ist immer noch ein Tank unterwegs.
ist der Hunter, den ich da höre? Der kommt da, okay. Ne, der geht, okay. Ja, hier sollte man sich vielleicht kein Gefecht liefern. Zwei Tanks, zwei Harvester, das überlebt man nicht. Ich muss mal gucken, ob man da überhaupt hinkommt. Noch ein Hunter, okay. Ich dachte, ich hätte auch einen Runner gehört. Meter, das könnte fast der sein. Ich glaube nicht, dass, oder? Schauen wir mal. Nee, ist es nicht. Ja, du brauchst ja gar nicht hinzugucken, Junge. Dreh ich mal wieder um. Ist der hier? Nö, ist es nicht. Ich weiß auch nicht, welcher das ist. Hilfe. Ich hoffe, der andere kommt jetzt auch nicht noch ganz interessiert hierher. Wir sollten vielleicht mal...
Level 11 haben wir erreicht. Hervorragend. Haufen Munition. Super. Vorhut. Schadenswiderstand wird um 25% erhöht. Null Fertigkeitspunkt, ich weiß. Wo war denn das jetzt? Das war doch der Tank hier. Ach. Nein, ist die. Panzerplatten, okay. Nicht der Tank war entscheidend, sondern der Panzer. Alles klar. Ach, guck mal. Ja, so kann man einen Tank aus nächster Nähe, also zumindest einen Prototypen-Tank, auseinandernehmen. Ich habe da mal ein Video gesehen von einem, der hat da das immer hinter Bäumen gemacht, sozusagen. Der hat sich dann halt immer so hingestellt, dass der Tank immer sozusagen durch Baum schießen muss, was dann meistens nicht geklappt hat. Das funktioniert bei größeren Maschinen nicht, also bei den größeren Klassen, militärisch und so weiter, nicht so gut, wenn die halt dann Giftgas und so aussenden. Das ist dann ein echtes Problem. Okay, das andere ist dann da oben irgendwo, oder was? Ach, das ist ein Haus, okay. Mürbaka ist das. Steht nicht der Mond, Südwesten, okay. So geht das ja, so ist das gar kein Problem, die Nacht. Ja, wo? Ich sehe euch gar nicht, wieso seht ihr mich? Ach, du bist jetzt rein. Nicht raus. Och, danke. Scheiß Tick. Schon gedacht, kommt er jetzt doch durch. Ja, der Tick kam durch. Schluss mit rumzappeln, Junge. Das ist ja ein schönes Muster. Mütze. Kannst du eigentlich alles geben? Okay, der Hunter haut ab. Ist wahrscheinlich noch ein Termin heute. MP-Zelle. Noch eine. Und Hohlspitz. Da hat er noch zwei Hohlspitz. So, was gibt's denn hier sonst noch in Mürbaka? Munition. Das können wir auch mitnehmen. Ein Schalldämpfer für Sturmgewehre. Dann können wir den mal auf das AG4 draufschrauben. Und das dann wieder auf die 1 tun. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Was ist da drüben? Ist das drin? Was muss ich da nehmen? Ah ja. Das und das. Da unten steht der Tank. Bin ja jetzt ganz allein auf dem Acker. Ach, die Seile. Richtige Verteidigung. Ja, das machen wir jetzt noch nicht.
Halt, das war falsch. Das war falsch. Wo ist es denn da? So, gibt es hier noch ein paar Soldaten? Ja, der Hunter ist wirklich weggerannt. Das nehmen wir alles. Da ist nichts drin, alles klar. Ich könnte noch mal in die, das ist bestimmt todsicher, in die Sammelgegenstandsliste schauen. Ja, hier soll ein Brief sein. Da irgendwo da hinten in der Scheune. Ah, hier gibt es sogar eine Waffe. Einen blauen Brennboltschläger, den haben wir, glaube ich, nicht. Vielleicht... Vielleicht auch außen, das kann halt auch sein. Ah, Hunter kommt hier auch her. Was sind das für welche? Lass mich raten, militärische? Ne, Prototypen. Uff. Ne, das ist der Sucher. Na? Ja. Ja, du hast nicht mal geschossen. Ja, das ist vom Weg. Ist jetzt hier drin? Ah ja. Ja. Ja, komm rein. Okay, weiter geht's. In Anführungsstrichen. Ja, der Sucher ist weg. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Tja, nur Junge. Ja. Was hat denn der? Oh, das ist aber echt schwer. PT-202.
Ach, hier liegt der Brief. Die eine. 890 Punkte waren das. Die eine. Zum Ball lesen, wieder Pause drücken. Ah ja, Wolf ist aufgestiegen, okay. Ja, naja, ich war zumindest was. Okay. Jetzt suche ich den Sucher noch. Das, der ist doch hier reingeflogen. Dann kam meine Frau. Da musste ich kurz unterbrechen und dann war er weg. Ja. Ganz einfach. Er ist einfach nur weg. Ne. Okay. Achso, das ist der Eingang zum Bunker. Vertraue niemals jemanden. Okay, erstmal zurück zum Mulwatsberget. Ja, hier steht anscheinend ein Tank direkt vorm Haus. Ach, na toll. Warte mal. Mir zwei Müller gehabt? Nee. Die können weg. Uff, so viel Vollmantel haben wir inzwischen, krass. Ja. Es ist extrem laut hier, alter Schwede. Okay, 42 Kilogramm. Wunderschön. Ist einfach wunderschön. Also hier ist das dann. Haben wir es jetzt benutzt? Kannst du es mal benutzen? Danke. Innovative Verteidigungslinie hier. Verteidige dich gegen die... Ach, das ist jetzt schon, echt? Phoenix-Maschine. Halt, nicht in die... Redan. De hittade oss snabbare än vad jag hade väntat mig. Det här är hopplöst. Hi. Nicht stolpern. Ach, da steht er. Ja. Ja, wunderschön. Das Kampfgefloh, nicht? Militärisch auch noch. Wie bitte was? Was ist denn hier los? Ja, Hummelflugverein oder was?
Da ist natürlich nichts mehr drin. Was, wir sollen hier einen Turm bauen? Ist die Waffe nachgeladen, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Angriff. Nö. 1250 EP. Die Fluchtbuchs abgeschlossen. Wie heißt die jetzt? Flutwelle. Ja, hatte ich letztens eine Frage gekriegt, wie man das da unten aufschließt. Du musst genau diese Mission musst du vollenden, sozusagen. Dann müsste es unten offen sein, weil dann, ich glaube, dann kommt nämlich auch der Kalle hier rein. Bis dahin ist er halt noch sozusagen wie heißt das da hinten? Moskär. Ja, ja, schöner Tank. Schön Tank, sag ich da nur. Hab ich dich? Dich hab ich. Da war noch hier drüben einer. Ja, kann ich die Veronika, kann ich über Walkie-Talkie ansprechen? Ich meine, die redet doch sowieso eigentlich ständig mit Walkie-Talkie, mit einem. Das verstehe ich ja dann nicht so ganz. Okay. Hallo. Det gläder mig att lägret verkar säkrat. Men det betyder bara att Phoenix kommer att lära och anpassa sig av detta. Jag önskar att jag visste vad vi borde göra härnäst. Låt oss anta att de kommer tillbaka snart. Så var beredd. Vi har snart några nya ansikten att presentera. Jag har Jenny, Kenneth och Leila med mig. De var en del av vår gamla grupp i Måsskär. De klarade sig därifrån helskinnade och är redo att hugga i. Härligt. Fick du veta något om Freddy? Ja. Ja. Han klarade sig inte. Förteidige Fluchtburg. Jag beklagar. Ah, det ser ut som att vi får sällskap. Låt inte en enda ta sig igenom. Vi kan inte förlora. Südeingang, was? 1 von 2, ach so. Ja, ein bisschen Schaden hat es schon wieder erlitten. Da kommen jetzt auch Panther. Wo ist der hin? Eine steht hier direkt drunter, oder was? Okay. Ja, 376 Punkte. Wo kommt die jetzt her? Osteingang, okay. Denke ich halt nicht dahin, so. Ja.
Ja, da kommen gleich die nächsten. Na, wo bleiben's denn? Runner. Das war ein Hunter. Vielleicht schon. Perfektionismus und Kampfstufe 3 abgeschlossen. Ist ja lustig. Haben halt wieder keinen Schaden erlitten. Ja, kommen die jetzt. Ugh. Vad i helvete var det där? Åh nej, har de sprängt ett hål i barrikaden? Ja, det där är samma jävelskap de använder för att förstöra lägret i Måsskär. Junge, was ist das da drüben? Hm. Gott. Blab. Der eine wurde noch da drüben hingepflanzt. Gott. Waren erst drei hier, dann sitzt. Ah. Ja, komm. Hast du? Gut. Kommen die auch, die beiden, oder wie ist das hier? Ach, da kommen sie dann auch mal an. Wo ist er? Da ist er. Okay. Das sind nur Runner, okay, da ist ein Hunter, alles klar. Ja, Jungs. Okay, gib mir mal die S-Automatgewehr temporär mal auf die 2, falls wir da schnell wechseln müssen, dass wir da auf jeden Fall. Ach du Schande, sind das viele. Da ist wieder eine mit Gift, okay. Ja, schön steht hier, Penner. Ja. Ich muss mal hier runter. Mehr als Maul. Selig. Säker längre. Ingen plats är säker.
Så länge den där kanonen fortfarande fungerar så är det bara en tidsfråga innan alla säkra ställen vi kan tänka oss slutar som måsskär. Jag är trött på att fly. Uff. Das war gar keine so schlechte Idee, da dieses AG4 noch auszurüsten. Das hat uns echt den gewissen Vorteil verschafft. Ich. Das war ja eine Hohlspitze, ja, okay. Halt. Der kann die vertragen. Ja, dann nehmen wir die mit. Vorne sieht es auch gut aus. Ja, renn damit, renn damit. Es ist es immer noch nicht, okay. Hallo. Schlüssel erforderlich, Stück für Stück. Kalle har rätt. Om vi vill överleva här ute så måste vi hitta den där kanonen och förstöra den. Om jag var tvungen att gissa så har Fenix antagligen byggt den någonstans i Hisingenäset. Det verkar troligt om vi tittar på vilka platser som har blivit måltavlor. Om vi vet var den bor så lastar vi min gamla lastbil full med sprängdeg och kör rakt in i deras vardagsrum. Det är faktiskt inte den sämsta idén jag har hört. Men vi vet fortfarande inte dess exakta position. Vi skulle behöva bepansra den där lastbilen så att vi kan ta hela vägen fram utan att gå sönder. Vi kanske kan ta vara på delar från förstörda maskiner. Ja, jag gillar hur du tänker. Använda deras styrka mot dem. Gut, dann war die Flutwelle doch nicht die Mission, die hier den Zugang sozusagen öffnet. Interesting. Ja, sonst gab es jetzt ja nicht so viel außer Munition. Ich muss mal ein Stückchen weg, weil das geht mir ein bisschen auf den Wecker. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Der Mond müsste so langsam auch untergehen. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Irgendwo hier in dieser Region, Südwest, West-Südwest. Okay. Also wir könnten wahlweise uns halt um diese ganzen Stück-für-Stück-Missionen kümmern. Da haben wir halt leider einen Wolf in der Nähe. Wir könnten natürlich auch hier die Vertrauen-Niemals-Jemanden-Mission machen. Oder wir könnten nach Norden pushen. Richtung Bunker. Der ist irgendwo hier, genau. Wahrscheinlich werden wir die Variante Richtung Norden machen, weil dann haben wir Tag. Dann könnte man, wenn es abends wird, vielleicht in den Flughafen rein. Wobei, doch die Flughafenmission wird im Bunker getriggert. Ja, vielleicht sollte man das machen, dass wir erstmal pushen, solange es halt tagüber ist. Dass wir dann, wenn es dunkel ist, durch den Bunker gehen und dann müsste man auch die Flughafenmission bekommen. Tja, Gesamtverteidigung haben wir auch schon. Ja, wir haben erst zwei Rivalen hier. Dafür, dass wir hier richtig fett Remy Debbie gemacht haben, das wundert mich schon. Tja, schon krass. Bei der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.